Hey ho, mal wieder ein fluchtiges Willkommen zurück zu Stardew Valley. Ach, wie cool. Kirschblüten oder sowas. Sieht ja mal richtig cool aus. Das kenne ich selber noch gar nicht. Das scheint irgendwie neu zu sein. Und wir haben jetzt einige Sachen, die wir heute erledigen können. Wir haben nämlich endlich das Gold zusammen für den besseren Rucksack. Und ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Stein. Wir haben, glaube ich, noch was im Rucksack. In der Kiste, meine ich. 25. Und ich glaube, wir brauchen 25. Wie cool. Wir haben einen Ofen. So. Und jetzt müssen wir Kupfer schmelzen. Rein damit. Jetzt haben wir leider nicht mehr genug. Kohle brauchen wir auch nicht. Hey, Mautz. So. Gießen. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass wir diese Folge vielleicht nochmal in die Mine gehen. Das hat sich ja echt mega gelohnt. Und ich würde gerne nochmal in diesen Schleimraum. Ich weiß nur leider nicht, ob der irgendwie selten war oder ob der jedes Mal kommt. Ich habe keine Ahnung. Aber wir gießen jetzt erstmal, dann holen wir uns den Rucksack. Und wir verballern wirklich viel Energie schon durchs Gießen. Das ist nicht ganz so schön. Aber es muss halt sein. So. Ich möchte auch eigentlich jetzt erstmal irgendwie nichts mehr anpflanzen. Oder zumindest nicht noch mehr anpflanzen, weil das ist fast ein bisschen viel. So. Erstmal müssen wir dann unsere Gießkanne upgraden. Das können wir wahrscheinlich am besten Anfang nächsten Monats machen. Weil dann, ja, haben wir sowieso nichts mehr, was wächst. Können dann die Gießkanne eben mal ein paar Tage abgeben. Und dann gießen wir halt wieder. Oder wir machen das Ende dieses Monats. Je nachdem, wann die Pflanzen fertig sind. So, so, so. So. Ja. Wir haben mehr als die Hälfte der Energie verballert. Also gießen kostet echt mega viel. Das können wir abgeben, das können wir abgeben. So, das Kupfer können wir auch abgeben. In eine Kiste packen, würde ich sagen. Kriegen wir dafür was? Nö, gab einfach nur eine Quest. So, wir brauchen noch das und das. Und die Geoden würde ich mal mitnehmen. Sonst müssten wir alles haben. Wir brauchen noch 100 Holz ungefähr. Die Karotten können wir nochmal mitnehmen. So. Wir gehen jetzt nämlich erstmal kurz beim Laden vorbei, holen uns den Rucksack. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz kurz bei der Mine vorbei und dann in die Abenteurer-Gilde. Da können wir ja dann beitreten, hoffentlich. Und ab in den Laden. Hallo, hallo. Ich möchte das da haben. Ja. Große Tasche erhalten. Und der nächste kostet 10.000. Aber wir haben jetzt immerhin mehr Platz. Und wir müssen immer noch das mit dem Erdkristall da machen. Ich habe nur keine Ahnung, wer denn überhaupt Haley ist. Es ist alt und verblasst. Ja, da können wir nichts machen. Da halt auch nicht. Mona ist es nicht. Ich weiß halt nicht, was da steht. Ja, ich habe keine Ahnung. Gibt es hier noch einen zweiten Friedhof? Nö, das ist der Friedhof. Und ich glaube, wenn ich mich erinnere, wohnte Haley hier. Aber ich weiß nicht, wie. Du bist doch Haley. Brauchen wir nicht Haley? Harvey! Harvey! Ich habe Haley die ganze Zeit gelesen. Harvey. Harvey ist doch der Typ, der in dem Dings da wohnt. Das ist doch der Arzttyp, oder nicht? Können wir da mal schnell vorbeigehen? Da ist er doch. So. Ja,
So, was kriegen wir dafür? 150. Wie cool. Normalerweise hätte der, glaube ich, 50 gebracht oder 25 sogar nur. Also das hat sich gelohnt. Diese Aufgaben sind immer ganz nett gemacht. Uns fehlen immer noch die beiden Kinder. Vincent und Yas. Und da ist schon wieder eine Blume, die ich nicht mitnehmen möchte. Da ist noch eine. Wir nehmen sie doch mit. So, mal eben gucken, was wir denn aus den Geoden bekommen. So. Kupfer. Und ein versteinerter Slime. Wie cool. 120. Könnte 100.000 Jahre alt sein. Ja, wenn sonst nichts ist. So, wir haben aber erstmal ein bisschen Gold bekommen. Deswegen würde ich sagen, wir donaten mal so ein bisschen. Neue Belohnung. So, wir geben das jetzt alles einfach mal ab. Ja, hat leider nicht für eine neue Belohnung gereicht. Melonensamen. Ach, die sind für den Sommer gedacht. Die brauchen wir jetzt noch gar nicht. Aber was wir haben, das haben wir. Cool. Cool, cool, cool. Wir kommen immer weiter voran. Was seid ihr eigentlich für komische Typen wieder mal? So, wir laufen jetzt hier nochmal vorbei. Weil ich weiß, dass die beiden Kinder hier ab und zu mal am Spielen sind. Leider natürlich jetzt nicht. Auch nicht auf dem Spielplatz. Da ist noch so eine Blume. Ich glaube, da sind die auch öfter mal. Aber ich glaube auch nicht jeden Tag. Ich weiß gar nicht, ob die so einen Wochenrhythmus mäßig haben. Kann man auch gucken, wo die sich befinden. Nee, ne? Nö, leider nicht. Schade, schade, schade. Gut, wir werden ja nochmal kurz nach oben gehen. Ich weiß gar nicht, wann die Abenteurer-Gilde aufmacht. Das ist voll komisch hier mit den Schmetterlingen und den Blättern. Sieht zwar cool aus, aber irgendwie auch ein bisschen verwirrend. So. Wann macht denn jetzt die Abenteurer-Gilde auf? Durch den Karnickel. Die hat auf. Ja. Guten Abend. Oh, mit ein Verteidigung. Erhöht Zurückschüsse um 10%, erhöht Waffengenauigkeit um 10%. Aber eine Holzklinge, die macht 3 und 7 Schaden. Was macht mein Schwert? 2 bis 5. Ich würde sagen, das investieren wir einfach mal. Und dafür können wir dann das Holzschwert wieder verkaufen. Also das Dingsschwert. 19 von 125 Höhleninsekten, 33 Butler und 19 von 1000 Schleimen. 1000 Schleime. Aber nur 250 Insekten? 125 Insekten, meine ich. Das ist ein bisschen wenig. Komm wieder, wenn du mir was zu zeigen hast, Kind. Okay. Ein Specht, wie cool. Kann man den einfangen? Nö. Wie cool, das sind so viele coole neue Dinge mit dem letzten Update reingekommen, die man gar nicht so mitbekommen hat. So. Ab in die Mine. Und Ebene 5. Jetzt brauchen wir uns gar nicht mehr so mit den Schleimen beschäftigen. Können wir so ein bisschen ignorieren. So, wir brauchen eine Geode. Die brauchen wir natürlich auch, aber wir brauchen eine Treppe. So. Ist die Treppe hier wieder? Nö. 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 Schon wieder eine Geode und Kohle. Da ist die Treppe. Und da ist die nächste Treppe. Das finde ich cool, dass die manchmal am Anfang schon ist. Und mal gucken. So. Stirb du. Und drop mal wieder eine Krabbe. Nö, leider nicht. Boah, verdammt, da ist doch einer. Ich dachte, da wäre keiner.
So. Ach, verdammt. Eine Kirschbombe. So, mal gucken, was finden wir? Irgendwas Schönes. Leider anscheinend nicht. Irgendwie gar nichts. So. Den machen wir trotzdem mal kurz platt. Der steht nämlich ein bisschen im Weg. Lol, lol, was hat der gemacht? Ich glaube, das war gerade ein bisschen verbuggt. Da drüben. Da ist was Cooles. Ich sehe es schon. Das gibt Kohle. Ich glaube, den haben wir vorhin auch abgegeben. Im Museum. Ja. Das heißt, den können wir verkaufen. Immer ein bisschen was gefunden. So. Oh, wir haben kaum noch Energie, deswegen würde ich sagen, Höhlenkarotte. Mampf, Mampf, Mampf. So. Die sind ganz gut dazu. So. Und ein rostiges Zahnrad. Und wir essen gleich nochmal eine Mampf. Schmecken anscheinend lecker. Sind vielleicht schon ein paar tausend Jahre alt. Aber egal. Was einen nicht umbringt, macht einen nur härter. Ja, wir haben wieder den Schleimraum. Wow, wie cool. Boah. Da kommen kleine Slimes raus. Ist ja lustig. Ja gut, dann verstehe ich auch, warum man 1000 Slimes besiegen soll. Wenn hier gleich so viele immer sind. So, keine Butler. Das ist gut. Butler sind nicht schön. Und noch eine Höhlenkarotte. So. Der ist auch weg. Da ist noch ein großer Slime. Aber die geht, glaube ich, auch recht gut tot. Ja. So Mini-Slimes, die sind voll lustig. Aber das Schwert ist gut, das neue. So. Jetzt ist nur die große Frage, wo kommen wir hier weiter? So, weg mit dir. Da ist die Treppe. Aber hier ist nichts, da kommen wir her. So. Da ist Kupfer ohne Ende. Okay. Hammer. Hammer, da unten ist nochmal Kupfer. Wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Kupfer. So, noch eine Höhlenkarotte. Mampf, Mampf. Und die letzte können wir auch gleich mal wegfuttern. Ach nee, wir haben ja noch eine bekommen. Und da sind noch mehr Kupfer. Aber da sind auch Slimes wieder. So. Ist mir jetzt egal, ob ich ein bisschen Schaden bekomme. So, wir essen jetzt die letzte auch noch. Dann haben wir noch ein bisschen Platz. Weg damit. Ich weiß gar nicht, ob das jedes Mal gleich viel bringt. Weil der mittlerweile ja eigentlich ziemlich satt sein müsste. Und wir finden wieder was Cooles. So. Einmal Quarz. Ah, ich sollte nicht immer kreuz und quer rüberlaufen. Ah, das war richtig doof von mir. Ja, und der droppt natürlich auch wieder gar nichts. So. Habe ich gerade was gedroppt? Das hat sich so angehört. Ich habe schon wieder eine Höhlenkarotte gefunden. Aber ansonsten
Anscheinend nichts. Da, weg mit dir, Slime. Habe ich die Treppe schon? Nee, ne? Leider nicht. Ah, das wird jetzt eine Suchaktion. Das wird jetzt eine große Suchaktion. Ja, ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass wir jetzt wahrscheinlich hier die halbe Höhle abhacken müssen. Da ist sie. Cool. Okay. Jetzt finden wir so coole Sachen überall. Und ich habe kaum noch Energie. So, weg damit. Ach, ich wollte gerade sagen, die hat zu wenig gebracht, aber die hat nur 5 Gesundheit gebracht. Wir hatten ja fast volle Leben. Vielleicht hätten wir erstmal kämpfen sollen. So, der ist weg. Da ist noch ein Quarz. Hier liegen immer so coole Sachen. Warum soll man eigentlich noch irgendwas anpflanzen, wenn man hier unten so richtig coole Sachen findet? Wow, es ist 0 Uhr. Warum ist es noch schon so spät? Ja, noch ein Amethyst gefunden. Wir nehmen nochmal das Kupfer mit. Ich glaube, die Fackel können wir auch mitnehmen. So, das nehmen wir mit. Lol, dreimal Lehm miteinander gefunden. Da ist noch so ein Erdkristall. Das Kupfer nehmen wir noch mit. Und dann müssen wir aber leider schon wieder raus, weil es echt spät wird. Ich glaube, wir kippen gleich um. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann der Fall ist. Boah, alles düster schon. Schnell nach Hause. Gar nicht gemerkt, dass das echt schon so spät ist. Die Zeit vergeht einfach so rasend schnell. Ich hoffe, dass man später irgendwie die Möglichkeit hat, die Zeit ein bisschen zu verlangsamen. Ich guck gerade nochmal, ob hier noch irgendwo was rumliegt, aber anscheinend nicht. So. Und ich sehe auch wirklich gar nichts. So. Die setzen wir mal dahin. Und mal eben schnell verkaufen. Das können wir verkaufen. Und wir kippen um. Nein, wir kippen um. Ah, wir haben einen Überlebensburger, den wir uns herstellen können. Ja, schade. Wir kriegen leider kaum Geld, weil wir nichts verkauft haben. 3-mal Narzisse und 3-mal Quarz. Den Rest konnte ich leider nicht mehr verkaufen. Ja, schade. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Aber nächstes Mal werden wir halt nächstes Mal werden wir, denke ich, nicht mehr in die Mine gehen, sondern immer schön fluchtig bleiben. Ciao.